Ich hier wieder mit dem 53. Tutorial und heute gibt es eine Kamera. Diese wunderbare Kamera, die man in Videos gesehen hat, die von 2007 sind und so. Das heißt, diese Kamera, die gibt es schon sehr lange und sie ist sehr einfach eigentlich. Sie ist auf jeden Fall in Expression 2 sehr einfach, dazu kommen wir aber später, glaube ich, noch. Sie besteht im Prinzip aus einem Digital Screen und einem Ranger. Und der Ranger ist sozusagen die Kameralinse, nicht? Und das Display ist halt irgendwie, oder der Screen ist halt der Bildschirm, ne? Weil der so heißt. Als erstes spawnt ihr euch eine Platte. Die muss schon recht groß sein, weil jetzt machen wir das erstmal mit Gates. Wir wollen ja mal hier ein bisschen mit Gates arbeiten. Die sind ja eh am besten, nicht? Die ganzen Lappen benutzen die E2 und wir machen das mit Gates, denn wir sind ja noch oldschool. Ne? Wie auch immer. Gut, ihr spawnt den Screen da einfach drauf. Auflösung ist wichtig. Oh, die war natürlich total für den Arsch jetzt. Auflösung müsste sein. Ja, machen wir erstmal 32x32. So. Dann machen wir den Ranger auf die andere Seite. So ein bisschen hier in die Mitte. Maximum Range ist eigentlich egal. Uneigentlich würde ich es jetzt erstmal auf 2000 packen. Wo ist die 2? Da. Ja, wird schon passen. Danach kommen 2 Increasement Chips. Ah, fuck. Die wurden übrigens irgendwann mal umbenannt, glaube ich. Mittlerweile heißen die nämlich Increment Chips, aber ihr wisst schon, welche ich meine, ne? Einer hier hin. Einer hier hin, sagte ich. Dann, das ist jetzt dumm gelaufen. Ist mein Wiremod im Arsch oder was? Ja, mein Wiremod ist ein bisschen kaputt. Ja. Moment. Ja. Scheiße. Irgendwas läuft hier verdammt schief. Verdammt, ich will doch einfach nur ein Tutorial machen. Verdammte Scheiße. Aber dann müssen wir das woanders machen. Na gut, ich bin jetzt auf dem Server gejoint, aber hier sind leider nur Kinder drauf. Aber ich versuche trotzdem mal einigermaßen zu bauen. Auch wenn das total fehlschlagen wird. Also ihr spawnt eine Platte. Etwa so. Dahinter kommt halt der Screen. Na, wo ist er jetzt? Digital Screen, Auflösung war 32x32. Und der Ranger, der kommt. Na, wo kommt der hin? Der kommt hier hinten hin. Hallo, wo ist der Ranger? Da. Da war gerade ein Fiskern. Och nein. Ich kann nicht mehr laufen. Toll, danke. Sehr schön. Ich hasse Menschen. Ich hasse einfach nur Menschen, ey. Gut. Weiter geht's mit meinem Hass auf Menschen. Ihr spawnt wieder einmal die Increment Chips. Übrigens nicht Increment Chip, meine ich. Und nicht Increment Decrement, weil die sind. Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist die einfachste Erklärung. Einmal links, einmal rechts. Die linke Seite ist für die X-Achse und die rechte Seite ist für die Y-Achse. So. Als nächstes müssen wir uns mal ein bisschen Gedanken machen. Denn ich mache das hier mal so gerade aus dem Kopf, wie ich das sonst immer gebastelt habe. Ne? Mal sehen, ob ich das noch einigermaßen hinkriege. Okay, das klappt. Dann brauchen wir jetzt einen Add-Chip. Brauchen wir einen Add-Chip? Ich glaube, wir brauchen einen Add-Chip, ja. Ein Add-Chip hier, ein Add-Chip da. Es gibt, also ich sage nicht, dass diese Version hier die perfekteste ist. Leute, die irgendwie noch ein bisschen Bock haben, das zu verbessern, können das ruhig machen. Könnte ich wahrscheinlich auch in 0, nichts, aber naja, gerade keine Nerven dafür. 2 Add-Chips, einmal links, einmal rechts. Wie gesagt, X- und Y-Achse. Und was kriegen wir jetzt noch? Einen Divide-Chip, bitte.
Der kommt dann da drüber. Einmal da und einmal da. So, brauchen wir noch irgendwas? Ja, brauchen wir. Wir brauchen ein paar Comparison Chips. Einmal greater or equal, einen hier. Und nochmal greater or equal, da. So, dann brauchen wir noch einen einzelnen Increment Chip. Irgendwo hier so, ne? Dann brauchen wir noch einen Time Chip Pulsar. Also Pulsar ist irgendwo bei Time, ne? Den packen wir mal hier in die Mitte zwischen den beiden Increment Chips. So. Haben wir jetzt alles? Höchstwahrscheinlich nicht, aber naja. Muss erstmal reichen. So, jetzt müssen wir ein übertrieben großes Constant Value machen. Heißt, da sind sehr viele Werte. Der erste Wert wird die Hälfte der die Auflösung, die wir haben, war also 32 und davon halt die Hälfte. Und das negativ, also minus 16. Was noch? Die Auflösung selber, 32. Dann noch den Wert, um den sich der Increment Chip erhöhen soll, oder die beiden. Wäre 1 in diesem Fall. Muss auch immer 1 sein, ne? Weil wegen Auflösung so. Sonst noch was? Ja, können wir erstmal hinpacken. Wird mir bestimmt schon auffallen. So, dann fange ich mal an zu wiren. Ah ja, ich glaube, da muss noch was wegen der Distanz machen. Ja. Moment. Hier kommt auf jeden Fall oben noch ein Divide-Chip hin. Irgendwo hier, so möglichst nah am Screen. Weil der wird hinterher die Graustufe regeln von dem Bild. Was natürlich auch nicht so unwichtig ist. So, ich denke mal, wir können das jetzt wiren. Hiermit. Ist das schon wieder so ein Spacken? Ne, ist immer noch derselbe Spacken. Gut. X vom Screen geht zum linken Increment Chip. Out und Y zum rechten Increment Chip. A von den ganzen Increment Chips, die überall verteilt sind. Das sind ja nur 3 bis jetzt. Geht zum Constant Value Wert 1. Und bei dem auch. Ja. Gut. Ein paar Buttons brauchen wir gleich auch noch. Einer macht Prop Block. Sehr schön. Oder geht mir auf jeden Fall auf den Sack. Geh bitte weg, geh bitte weg. So, machen wir hier das da drauf. Und dann wird das plus minus 16 addiert. Also das B von den beiden Add-Chips zu minus 16. Man könnte auch einen Subtract-Chip nehmen und dann einfach hier die 32 durch 2 teilen. Aber naja, das könnt ihr dann machen, ne? Schön. Das, was daraus kommt... Und das, was daraus kommt, muss geteilt werden durch... Moment. Durch eine größere Zahl. Ich würde mal sagen 100 erstmal. Man kann auch irgendwie eine kleinere Zahl, 50 oder so ein Gramm nehmen. Da könnt ihr erstmal ein bisschen rumexperimentieren oder sowas. So. Ja, das B von den beiden Divide-Chips da oben geht also zu 100. Und versucht die so zu wiren, dass die nicht einfach so über den Screen gehen. Das könnt ihr machen, indem man hier Rechtsklick drumherum macht und dann zum Chip geht. Dann verlegen die sich ein bisschen neu. Und gehen nicht so auf den Sack. Was ist der nochmal für ein Wert? Das war... Minus 16, das war ein Add-Chip. Hier auch. Das ist natürlich jetzt dumm gemacht. Also ihr könnt auch einfach den Constant Value einfach nach rechts verschieben. Ist wahrscheinlich am einfachsten. Und der auch noch. So. Haben wir es jetzt? Jo. Fehlt noch irgendwas Wichtiges. Naja, G von dem Monitor geht, also zum Screen, geht zum Divide Chip, der da oben ist. Und irgendwie macht er auch noch nichts. Das ist schon dumm gelaufen. Ja, greater or equal. Mal sehen. CLK. Das CLK vom linken Increment Chip, das geht zum Pulsar. Da ist er ja. Out. Und Reset, ja, die ganzen Resets und so, ne? Ja.
CLK vom rechten Increment Chip geht zum Greater or Equal. Den müssten wir jetzt eigentlich vorher noch verwiren, aber na gut. Shit happens. Ich mache jetzt erstmal den Button dahin. Wir brauchen nämlich einen Reset-Button, der das hier auch alles schön zurücksetzt, falls wir mal keinen Bock mehr haben, Fotos zu machen. Also. Alles, was irgendwie resetten kann, geht also zum Button. Oder wir können eigentlich auch was anderes machen. Nee. Egal. Alles Reset-mäßige dahin. Reset dahin. Reset. Ja, der auf jeden Fall auch Reset. Kann ich auch resetten. Jo. So, haben wir noch was. Gut. Bei dem hier, sagen wir, wenn der Increment-Chip, also die X-Achse, größer oder gleich 32 ist, also unsere Auflösung, dann soll der 1 sein und dann soll er zu hoch gezählt werden. Jetzt mal hier wieder zurück. Und ja, jetzt haben wir hier ein bisschen Kack gebaut. Oder ich zumindest, ihr macht ja eh nichts. Guckt ja meistens nur zu, ne? Weil wegen Zuschauer sein. Ich bin voll der Spacken manchmal. So, geht mal hier auf Logic Gates. Da ist das Oder Gate. Das spacken wir mal irgendwo hier in die Mitte. Und da wiren wir Reset hin. Von der X-Achse, also vom linken Increment-Chip. Da von A geht dann zum Button und B geht auch zum Greater or Equal. Ja. Also was, CLK, was ist das denn? Naja, das kommt gleich noch, das ist irgendwie, obwohl können wir jetzt auch machen, noch ein Button. Das wird dann der Start-Button. Denn der kommt einfach da drüber und ja, macht genau das. Was? Was wollte ich machen? Ah ja, der untere Increment-Chip, der also nicht X- oder Y-Achse ist, der geht zum Start-Button. So, haben wir noch irgendwas? Genau, der hier. Wenn... Ja... Yeah. Da müssen wir auch nochmal ein Oder hinmachen. Also nochmal hier auf Gates. Wo ist das? Gates, Oder. Da packen wir den mal unterm Reset-Chip. Unterm Reset-Knopf-Chip, ey. Da geht Reset zu. Das heißt einmal zum Oder-Dings. Das Oder A geht zum Reset-Knopf. Und B geht zum... Zu dem da. Und da sagen wir, wenn der rechte Increment Chip, also die Y-Achse, gleich 32 ist, dann wird das zurückgesetzt. Das heißt, dann hat er das Foto abgeschlossen. Gelle. So, jetzt fehlt bestimmt noch irgendwas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass noch was fehlt. Aber das können wir noch herausfinden, wenn es denn soweit ist. So, X erstmal vom Ranger X geht zu dem hier. Zum linken Dual-Chip, der da ganz oben ist. Und Y geht also zur rechten Seite. So, guckt euch das mal genau an. Ne, ist alles schön gewired. Dann könnt ihr euch das ja total auswendig mal eben lernen, tun. So, haben wir noch irgendwas? Ja, Distanz, ne? Die Distanz vom Ranger geht geteilt durch... Oh, ist immer mal für einen Wert. Den müssen wir jetzt eigentlich mal so ein bisschen experimentieren. Ich habe immer das Gefühl, dass einer hinter mir steht, weil ich nicht wirklich rückwärts laufen kann. Egal. Oh Gott, die benutzen noch ULX. Och, damals. Good old Zeit. Ja, hier. Constant Value. Das nehmen wir dann mal als Constant Value. Das ist jetzt... Es gibt Methoden, da sich total gut auszukennen, das mal schön auszurechnen, aber... ich nehme jetzt erstmal 50, nur so versuchen fehlschlagmäßig, das kann man dann nachher auch nochmal anpassen, ist ja alles hier, ne, nicht so festgelegt, wie sich das immer alle denken. So, dann haben wir hier, das heißt, das wäre 40, was passiert, wenn da irgendwas näher kommt, wenn wir hier so ein Ding haben? Na, was haben wir dann für einen Wert? Dann haben wir 2. Ja, vielleicht ist 50 doch ein ziemlich beschissener Wert. Es wäre schön, wenn man bei einer Range von 2000, wenn da oben dann 255 rauskommen wäre. Das wäre so der Idealfall.
Durch was wird das nochmal geteilt? Wir haben die Range 2000. Das müssen wir noch rechnen. Was ist ein Ranger geteilt durch den Wert? Das heißt, wir müssen rechnen. Mathematik. Ich kann nicht rechnen. Nein, ich bin echt gerade zu doof zum Kopfrechnen. Ich werde das mit Versuch und Fehlschlag machen. Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Zu viel Ferien gehabt. Ranger ist 2000 geteilt durch 50 sind 40. Und wir wollen jetzt, dass da statt 40 255 rauskommt. Das heißt, wir müssen fick dich. Ach, ist doch egal. Wahrscheinlich werden da jetzt so viele Leute Kommentare drunter schreiben, mich als Idioten bezeichnen. Aber ist mir egal. Lass mich doch in Ruhe. Aber ich mache jetzt nochmal 20 hin. Vielleicht kommen wir der Sache dann schon näher. Ja, kommen wir tatsächlich. Oha. Bin doch nicht so doof, wie ich dachte. Hey, nehmt das, ihr verdammten Hater. Das war scheiße. Klar, Moment. 8. Nicht Q8, sondern einfach nur 8. Oh, ich merke schon, es geht hier los, ey. Es geht los. Ich hasse Multiplayer. Ich hasse Garry's Multiplayer wie die Pest. Ich hasse es mehr als alles andere auf dieser verdammten Welt. 250. Okay, ich habe hier 8 genommen. Das scheint zu klappen. Okay. Oh, jetzt Prop pusht der auch noch. Ist der dumm oder so? Geh bitte. Geh doch bitte einfach weg. Scheiße. Ich habe 10-mal einen höheren Rang und der wird mich bannen. Ja, wenn er mich jetzt bannt. Ich habe mich jetzt darum gebeten, mein Zeug nicht wegzupushen. Wetten, ich krieg direkt Permaban. Merk schon, ey, das ist so ein Kinderserver hier. Hier, Phoenix Build Server. Volles, alles voll mit Kindern, ey. Ja, ich werde schon gebannt. Ich sehe. Guck mal, wie er mich bannt. Da ist er, wie er mich bannt. So, ein verdammtes Arschloch. Boah, jetzt hat er alles hier mit Caps Lock. I was trying to make my prop flat and I thought it was Froxen. Use Shift. Jetzt erkläre ich Ihnen nochmal, dass man mit Shift und E Sachen in 45 Grad Winkeln verschieben kann. Dieser verdammte, extrem super Admin-Typ kriegt das natürlich auch nicht hin. Verdammter Spacko, was ist das für ein Kinder? Ja, er weiß es. Warum machst du es dann nicht? Gott. Also. Nochmal hier, Phoenix Build Server geht da niemals drauf. Scheiß Server, einfach nur volles Scheißloch. Scheiße mit Scheiße gefüllt. Ja, haben wir das auch mal geklärt. Mal sehen. Ja, hier haben wir noch den Pulsar, ne? Ja, der Pulsar Run geht zum Increment. Ne, fuck man. Da, zum anderen Increment, der keine Axt ist oder so. Verdammter Spast, ey. So, ja, Run haben wir dazu. Tick Time, ja, da muss noch hier, muss noch ein Wert dazu. Also zu Constant Value müssen wir noch einen Wert hinzufügen. Da haben wir hier fünf Werte. Wir hatten gerade schon fünf Werte. Was soll das? Warum musste ich jetzt nochmal den Slider verschieben? Na gut, da haben wir halt sechs Werte. Der Wert sollte 0,05 sein. Ich glaube, im Singleplayer geht das noch schneller. Ich glaube, im Singleplayer kann man das auf 0,01 packen. Dann scannt er also auch logischerweise schneller. Aber im Multiplayer in der Regel 0,05 ist das Maximum, ne? Das kennt ihr auch von der Turret, wenn ihr da irgendwie die Schnelligkeit einstellen wollt. Im Singleplayer geht es bis zu 0,1 und Multiplayer ist halt 0,5, 0,05 das Limit. So. Egal. Weiß auch nicht, was da die Logik hinter ist, aber na gut. So, jetzt haben wir eigentlich die Tick-Time noch nicht gewired, dann machen wir das eben.
Warum habe ich diesen Constant Value so am Arsch der Welt platziert? Na gut. Sonst noch was? Nein, nein, nein. Ach, es laggt. Was macht denn dieser Wire-Hardcore-Typ da hinten? Oh, oh, guck mal an, was ist das? Ist das irgendwie ein Pod-Controller? Nee, ein Target-Finder? Ja, gut, alles klar. Absolut Hardcore, der Typ da hinten. Fick dich! So. Weiter geht's. Ich probiere mal aus, ob man diesen Klotz irgendwie ein bisschen scannen kann. Nee, wäre mal schön. Was kommen hier für Werte raus? Verdammt niedrige Werte, sage ich euch. Naja. Pack das mal einfach so ein bisschen in die Range von dem Ding. Drückt Start und es passiert was. Oh, es passiert was. Wow. Oha. Das ist mal richtig Hardcore. Boah, guckt euch das mal an. Das ist schwarze Magie. Wortwörtlich. Das Ding ist total schwarz. Ey, ich zeig dem Hardcore-Wire-Typen das mal. Da können wir hier mal eine Freundschaft schließen. Wenn er so ein was macht der denn? Der hat da irgendwie einen Pod-Controller zu einem Target-Finder gewired. Was? Verdammter Spacken, was kannst du eigentlich? Guck mal hier, unsere Kamera läuft perfekt. Unsere Kamera macht hier ein schönes Foto von diesem schwarzen, bunten Klotz. Und der Boden wird sogar auch abgescannt. Jetzt können wir noch so ein paar Sachen verändern. Man kann die, was kann man denn so machen? Man könnte die Auflösung höher machen. Dann dauert das Millionen Jahre, das zu scannen. Das dauert sehr viel länger, das dann zu scannen. Wenn die zum Beispiel die Auflösung 64x64 ist, dann dauert das viermal so lange oder so. Naja, gut. Aber egal, ihr habt euer erstes tolles Foto, wenn ihr das alles so hingekriegt habt wie ich. Zusammenfassen kann ich das jetzt nicht. Ehrlich gesagt ist auch viel Trial and Error dabei. Aber wenn ihr so ein bisschen Ahnung vom Wire habt, ist das eigentlich kein Problem. Aber es geht noch einfacher. Hatten wir, glaube ich, gerade schon mal gesagt, oder ich habe es ja gesagt. Es geht auch mit Expression 2 und Expression 2 ist generell für Leute, die zu faul sind, mit Gates rumzuspacken. Und ich bin einer davon, wenn ich halt irgendwas mal eben ausprobieren will, dann schreibe ich das erst in Expression 2 und dann mache ich das mit Gates, um mal hier zu irgendwelchen Lappen hinzugehen und zu sagen, oha, guck mal hier, guck mal, du Arschloch da, du verdammter Riesenwichser, du verdammter Hurensohn. Guck mal, was ich kann und guck mal, was du nicht kannst. Guck mal, wozu du zu doof bist. Er sagt, ich soll weggehen. Ich wollte ihm nur mein schönes Foto von meinem verdammten Klotz zeigen. Na gut. Wie auch immer. Also, das klappt. So, also eigentlich die gleiche Scheiße nochmal. Wir packen ein Digital Screen dahin. Also hier irgendwo. Der Typ hat gerade was Gutes angesprochen. Es gibt auch Streams auf meinen Dingens hier, auf meinen Twitch-Kanal. Ne? Also da bin ich häufiger aktiv als auf YouTube. Ne? Habt ihr, glaube ich, vielleicht schon gemerkt, dass ich nicht unbedingt der fleißigste Uploader hier bin. Aber wenn ihr bei einer Facebook-Seite mal liked, hier Facebook/Pommelenke, da ist dann halt auch mal irgendwie, sind auch mal Ankündigungen von wegen Streams und so. Die sind halt häufiger. Es gibt aber nicht unbedingt ein System, wann die Streams kommen, ne? Da wird dann halt alle möglichen Scheiß gemacht, der nicht, da muss nicht unbedingt was mit Garry's Mod zu tun haben, ne? Also manchmal ist es halt auch Garry's Mod, aber in der Regel, naja. Also das Ding hier, das kam schon so oft im Stream vor, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, genauso wie diese E2-Kamera. Na gut. Also, ich habe keine rechte Expression 2 zu verwenden. Was das natürlich recht stark erschwert. Dann werde ich mir mal wieder einen neuen Server suchen müssen. Aber na gut, kann ich nichts dran ändern. Ich glaube, ich schenke dem Arschloch das einfach. Gucken, ob er noch irgendwas sagt. Ja,
Wieso soll ich ihn adden? Ich will dich nicht adden, du bist ein Arschloch. Ach so. Ich dachte, du hättest so voll einen hohen Rang. Verdammter Wichser, ey. Wo ist das hier mit Buddies und so? Ja, viel Spaß herauszufinden, wie es funktioniert, du verdammter Spast. So, ich disconnecte hier mal. Und Garry's Mod crasht. Nee, tut es nicht. Okay, das ist ein neuer Server. So weit, so gut. Ich guck mal eben, ob ich Expression 2 benutzen kann. Joa, ich muss mal eben hier noch das validieren und so, ne? Ja, sieht gut aus. Schön, da haben wir hier unseren Server der Wahl. Also mach ich mal hier neue Datei offen. Heute wird das automatisch alles mal selber geschrieben. Normalerweise habe ich die Dinger ja vorgefertigt. Hol. Oder ich schreibe sie halt total krüppelig, aber heute habe ich natürlich total Ahnung, wie das läuft. Ne, habe ich einfach beim Stream, den nie jemand guckt, habe ich das schon voll oft gemacht. Na gut, dass den nie jemand guckt, das stimmt nicht. Aber egal. So, ganz einfach. Erstmal wieder Digital Screen, 32x32. Und ein Ranger an den Arsch. Es gibt keinen Smart Snip auf dem Server. Minuspunkt. Gut. Naja, Inputs, Outputs und Pipapo, ne? Namen brauchen wir nicht, das hier brauchen wir nicht. Das Inputs braucht ein U, sonst läuft das nicht. Als Inputs haben wir den Run-Knopf, haben wir eine Auflösung und die Distanz vom Ranger. Als Outputs, da muss ich nochmal gucken. Aber wir haben definitiv den Ranger X, Ranger Y. Wir müssen den ja auch verändern. Vom Screen X und Screen von Y und die Graustufe vom Monitor. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Da haben wir noch zwei Variablen. Die heißen X, fick dich. X und Y. Und das alles wird mit Run und Tick laufen. Um das nochmal hier ein bisschen klarzustellen: Run und Tick heißt, dass es mit der Tick-Rate zusammenläuft. So für Leute, die auch überhaupt keine Ahnung von E2 haben. Ich kann euch nur empfehlen, Expression 2 mal zu lernen. Also, ja, noch eine Variable brauchen wir, G, das ist hier meine super Gangster-Variable. Wenn Run gleich 1 ist, dann wird erstmal X auf minus die Hälfte der Auflösung gepackt. Und Y auch auf minus Auflösung durch 2 und G ist gleich 1. So, der Grund dafür ist, dass da ist der Nullpunkt bei dem Screen. Und da, wo der Ranger gerade hin zeigt, ist der Nullpunkt für den Ranger. Offensichtlich passt das nicht ganz übereinander. Deswegen müssen wir diesen Nullpunkt in die Mitte packen. Obwohl, er stimmt gar nicht. Der Mittelpunkt, der Nullpunkt bleibt da. Aber der Nullpunkt vom Ranger müssen wir verschieben. Und zwar nach oben links in die Ecke irgendwo. Und deswegen machen wir das. Okay, hat das jeder verstanden? Wahrscheinlich nicht. Ist mir nicht auch egal. Aber fest steht, dass wir das machen müssen. Und das zieht sich jetzt hier durch den ganzen Code. Nur mal so, ne? So, if G gleich 1, dann ist passiert alles. Da wird jetzt hier die Magic passieren. Unter anderem werden wir jetzt mal ein paar Abfragen machen. Erstmal, wenn X gleich, was heißt X? Wenn X gleich die Auflösung durch 2 ist, dann wird X gleich minus Auflösung durch 2 gesetzt und es wird Y um 1 erhöht. Y gleich Y plus 1. Ja, das war's eigentlich. Wenn Y gleich die Auflösung durch 2 ist, dann wird
x gleich 0 gesetzt. Nee, warte mal, x wird gleich minus, also hier setzen wir im Prinzip die Variablen zurück. Wir können eigentlich das hier einfach da rauskopieren. Wir müssen uns hier kein abbrechen. Und g wird gleich 0 gesetzt. So, und ganz unten, dann kommt x gleich x plus 1. Der wird, ist eigentlich die einzige Variable, die hochgezählt wird. Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen für den Screen und den Ranger machen. Screen x ist gleich x plus Auflösung durch 2. Screen y ist gleich y plus Auflösung durch 2. Und Screen g ist gleich, ja, da kommen wir gleich noch zu, das ist ein bisschen tricky. Und rx ist gleich x geteilt durch 100. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal genauso eingestellt. Man kann ja auch andere Werte, wir können ja auch mal einfach mal so aus Scheiß 60 reinschreiben. Dann wird der Winkel halt ein bisschen anders. Ich weiß nicht genau, ob er jetzt kleiner oder größer wird. Können wir uns eigentlich mal ein bisschen ausdenken. Ja, der Winkel wird größer. So. Durch 60. Aber sonst irgendwas. Bin ich tot? Nein, ich lebe noch. Aber das heißt, hier ist irgendwas Deathmatch-mäßiges drauf, was natürlich schon recht gay ist. Na gut. Kommen wir mal hierzu. Wie machen wir das? 256 durch Distanz. Können wir das so machen? Wenn die Distanz 2000 ist, dann haben wir irgendwas mit 0. Wenn die 200 ist, haben wir irgendwas mit 1. Da kommen nicht wirklich große Werte bei raus, ne? Distanz durch 256. Wenn die Distanz 1 ist, dann haben wir einen verdammt hohen Wert und dann wird alles nur weiß. In der Ferne wird das dann vielleicht so ein bisschen dunkler. Vielleicht können wir hier mal eine 2000 machen. Dann haben wir erstmal 0. Haben wir 1 ganz hinten. Und wenn es ganz nah ist, dann haben wir... Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach den Chip mal hier hin. Im Prinzip haben wir jetzt nämlich schon alle Variablen fertig. Vor allem den Code nochmal sehen wollen. Da. Letzte Chance. Kann auch sein, dass wir den nochmal ein bisschen modifizieren. Aber das ist eigentlich alles. Das ist alles, was wir gerade so an Chips irgendwie da hingehauen haben, ist jetzt da drin. Das ist halt E2, ne? Jetzt können wir extern nochmal die... Oh, fuck. Jetzt können wir extern nochmal sagen, welche Auflösung das Ding hat. 32 war das ja in diesem Fall. Und wir können ein Button dahin machen. Ein Button, der muss nicht mal Toggle sein, der muss halt einfach nur ein ganz normaler sein. Denn wir setzen ja da drin schon eine Variable, ne? Also, run from expression 2 geht dazu. Auflösung geht zum constant value und Distanz geht zum Ranger Output Distanz. Vom Ranger X geht zum RX vom Y geht dazu und vom Screen Pixel X geht zum Screen X, Pixel Y geht zum Screen Y und Pixel G geht zum Screen G. Sonst kann man das jetzt mal einmal irgendwie ausprobieren. Einfach mal hier wieder mit unserem schönen Teil. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, wie ich mir das erhoffe, aber das wird sich schon zeigen. Also einmal Start drücken und tatsächlich, es macht Zeug. So, jetzt haben wir den Fall, der mir sehr bekannt ist, und zwar das Ding funktioniert nicht. Passiert oft so. Und das ist hier Kinder Garry's Mod. Einfach nur Deathmatch machen. Da könnt ihr euch jedes andere Spiel runterladen, aber nicht fucking Garry's Mod. Scheiß Kinder, ey. Also, falls euer Chip mal nicht so funktioniert mit Expression 2 und so. Ja, versteck dich hinter mich, du Wichser. Also, wenn euer E2 mal nicht so funktioniert, wie er soll, dann könnt ihr den Debugger rausholen, das ist Debugging-Tool, und klickt einfach drauf, dann könnt ihr die Ein- und Ausgänge sehen. So, wenn ihr jetzt mal ausführen, dann sehe ich von hier, dass Screen G irgendwie sehr in der Nähe von 0 bleibt. Und, das können wir ändern. Wir müssen halt jetzt ein bisschen experimentieren, ne? Also, wie wir hier einen guten Wert kriegen, vielleicht durch 200 mal. Nein. Bleibt immer so, vielleicht durch 20 oder so. 20 ist das mal eine gute Zahl. Na, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Vielleicht einfach mal durch 2. Und tatsächlich, durch 2, da ist, da kann man tatsächlich was erkennen. Der Boden ist jedoch recht hell. So, jetzt haben wir ja auch... Ah ja, komm, mach Deathmatch, Mann. Was soll die Scheiße? Können Leute eigentlich nur zerstören?
Der Typ da ist die gesamte Menschheit kurz gefasst. Leute abknallen, die überhaupt nichts machen, die technisch begabt sind und Ahnung von Expression 2 haben vor allem. Fick dich! So. Gehen wir mal ein Zeug weg, auch wenn das überhaupt nichts bringt. Oh, jetzt ist hier überhaupt null Prop Protection drauf. Ich hab grad so einen Hass auf die verdammte scheiß Menschheit, ey. Ich hasse Garry's Mod. So, da habt ihr es gehört. Ich hasse verdammt nochmal diese ganze Garry's Mod Community. Könnt ihr nicht einfach nur die Fresse halten und mich in Ruhe lassen? Gut, nachdem wir das geklärt haben, kommen wir jetzt mal zu den Vorteilen. Also das Ding ist sauschnell. Also, ist, naja, was heißt sauschnell? Ist auf jeden Fall um ein Vielfaches schneller als die Chip-Version. Weshalb die auch bevorzugt wird. Man sieht ja, es läuft mit 130 Ops. Operations pro Sekunde. Das ist natürlich schon, naja, schnell genug für unsere Zwecke mit unserem verdammt gammeligen Auflösungsding. Aber wenn man höhere Auflösungen hat, dann ist das schon ein bisschen, naja, langsam. Man kann versuchen, das schneller zu machen, nur mal so allgemein zum Optimieren. Man kann auch Wildschleifen in Expression 2 Dings machen, aber meistens endet das dann so, dass man, sobald man reinhaut, das Ding sofort rausgeht, von wegen Tick-Quota exceeded. Man kommt da drumherum, indem man einfach einmal sagt, das Op-Counter, das ist der Zähler hier, der uns gerade gesagt hat, dass da 123 Ops liefen, solange er kleiner als die Soft-Quota ist. Dann kann der, laufen, aber das wird der Screen wahrscheinlich nicht mitmachen. Ich mache hier mal eben so einen Button hin, von wegen Reset und so. Ja. Macht Fill Color vom Screen einfach zum Reset-Button und dann resettet er das alles. Wenn wir jetzt mal hier das anmachen, dann sehen wir schon direkt, dass das nicht so gut läuft. Wenn das auf der höchsten Geschwindigkeit läuft, hier auf 5000 Operationen pro Sekunde, dann ist das halt schnell, aber der Screen kommt gar nicht hinterher. Deswegen kann man so ein bisschen experimentieren mit langsameren Zahlen. Wir hatten gerade 130 hatten wir, also können wir mal 150 ausprobieren. Und man bekommt dann interessante Muster, was natürlich voll meine Absicht war, ne? 134, weil die Zahl gerade passte, ne? Anlässlich meines 134. Geburtstags. Ja, man kommt der Sache halt schon näher, aber ich denke mal, wenn man das hier einfach nur mit Run und Tick lässt, dann ist das eigentlich schon ganz okay. Also alle, auf allen möglichen Servern, wenn ihr das da macht, dann sagen die, boah, ey, boah, sieht das geil aus, ey, bist du ein Genie oder bist du ein Zauberer oder so? Und dann sagt die, ja, ich habe Pomlenges Tutorials geguckt. Natürlich bin ich ein Genie, Mann. Was willst du eigentlich? Da wird man doch automatisch zum intelligentesten Mensch der Welt. Ich würde die Scheiße einfach mal rausnehmen hier. Das hat überhaupt keinen Sinn. Gut, also Wildschleifen machen nicht immer Sinn. In diesem Fall zum Beispiel überhaupt nicht. Also gar nicht. Wirklich null Sinn. Aber manchmal. In dem Fall nicht, aber manchmal. So. Jetzt kriegen wir hier nochmal einmal ein vollständiges Bild. Ja, schön. Ich glaube, wenn das mit Run und Tick läuft, dann wartet der tatsächlich, dass hier der Screen auch mit hinterherkommt und dann hängt das echt nur vom Screen ab, wie schnell es ist. Aber es gibt Methoden, wie man den auch noch schneller beschreiben kann. Aber da kenne ich mich noch nicht genug mit aus, um da jetzt ein Tutorial zu machen. Ich würde sagen, das war's dann mit dem 53. Tutorial. Viel Spaß mit dem Ding. Ist schon eine ganz feine Sache. Tschüss.